Unser Jahresrückblickfilm beginnt diesmal mit dem Neujahrsempfang in Leupolz. Zum Neujahrsempfang 2012 darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Unser Dorf hat Zukunft. Das ist das Motto von Ortsvorsteher Anton Sieber. Bleiben Sie gesund und munter, damit wir wieder viele gemeinsame Aktionen in Leupolz machen können. Bei uns ist es gute Tradition, dass die weltliche und die kirchlichen Gemeinden miteinander den Neujahrsempfang feiern. Lassen Sie mich heute auf das Jahr 2011 zurückblicken und einen Ausblick ins neue Jahr 2012 wagen. Viele Bürger haben uns Ortschaftsräte unterstützt, die Ortschaft Leupolz neu zu finden. Ich meine, dass unsere Überlegungen gerade die Stärken unserer Dorfgemeinschaft deutlich gemacht hat. Vielen Dank, Herr Sieber, dass Sie im letzten Sommer zugepackt haben, als wir gemeinsam traurig waren, weil unser Ortsvorsteher Josef Werder allzu früh verstorben ist. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Sieber, dass Sie da gesagt haben, ich nehme die Verantwortung wahr. Sie waren vorher der Stellvertreter und haben nahtlos angeknüpft an der Arbeit Ihres Vorgängers. Ganz herzlichen Dank, Herr Sieber. Dankeschön fürs Tun. Und ich biete Ihnen da gerne an, dass wir alle da gemeinsam Ihnen helfen bei all den offenen Fragen, die da sind. Ich möchte Ihnen allen da auch nochmals ganz herzlich danken für die würdige Verabschiedung für unseren Josef Werder, den Sie gemeinsam gestaltet haben. Seit Jahren schon gibt es den Gedanken, einen Jugendgemeinderat zu gründen. Dieses Jahr hat es geklappt. 78 Jugendliche haben sich als Bewerber zur Verfügung gestellt. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Gewählt wurden 10 Mädchen und 5 Jungen. Die meisten Stimmen erhielt Marvin Eden von der Realschule. Ja, liebe Jugendliche und gewählte Jugendgemeinderäte, ich muss mit allen Bewerbern, Bewerberinnen und Bewerbern, den Familien, unseren Gemeinderäten, die heute mit dabei sind. Wir haben heute einen besonderen Anlass für diese Feierstunde hier oben mit vielen jungen Menschen aus unserer Stadt. Herzlich willkommen allen gewählten. 15 Jugendgemeinderäte wurden in der letzten Woche gewählt. Damit geht die Phase der Gründung eines Jugendgemeinderates nun offiziell zu Ende und die Arbeitsphase für einen Jugendgemeinderat kann beginnen. Ich sage Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie zu dieser Feierstunde, zu dieser konstituierenden Sitzung für die neu gewählten Jugendgemeinderäte mit dabei sind. In Anlehnung § 32 Gemeindeordnung, ich gelobe die Rechte der Stadt Wangen im Allgäu gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner, insbesondere der Jugend, nach Kräften zu fördern. Das war die Verpflichtung. Ab sofort sind Sie gewählte Jugendgemeinderäte dieser Stadt, die ersten, die es in Wangen jemals gab in der langen Geschichte unserer Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Am 7. Februar wurden die 15 Jugendgemeinderäte von Oberbürgermeister Lang vereidigt. 2 Tage später fand die erste Sitzung statt. Am 20. Februar fand der Rosenmontagsumzug statt. Bei schönem, trockenem Wetter kamen die Zuschauer zu Tausenden in die Stadt. So langsam, das nimmt dir niemand weg. Und der ist lustig und gar schon tut er nie. Und kommt da einer, kommt daher, dann legt man ihn übers Knie.
Von Januar bis Ende März waren in der Badstubengalerie Werke des Architekten und Bildhauers Josef Scheele zu sehen. 1932 in Edelitz oberhalb Mariatannen geboren, hat Josef Scheele eine Schreinerlehre bei Max Schiebel in Wangen gemacht und hier auch die Berufsschule besucht. Die Gewerbeschule besitzt seit diesem Jahr als Dauerleihgabe der Stadt Wangen eine Holzskulptur ihres ehemaligen Schülers. In der Badstubenausstellung betonte Galerist Dr. Wilmsen aus Mariatann Scheeles Vielseitigkeit. Auffallend schon in jungen Jahren war Scheeles zeichnerisches Talent. Also hier liegen seine Wurzeln. Hier in Wangen, im Allgäu, hat er begonnen. Vielschichtigkeit und Tiefe zeichnen seine Werke aus. Das ist 1966 und da ist das Ganze abstrahiert. Bedeutend war Scheele als Möbeldesigner und Möbelschreiner sowie als Innenarchitekt. Für die katholische integrierte Gemeinde, der Scheele nach seinem Studium in München beigetreten war, hat er in Elitz dieses Gemeinschaftshaus gebaut. Viele Kreuze hat Josef Scheele geschnitzt. Hier eines schon mit beginnender Abstraktion. Zu diesen Gesichtern insgesamt der Kreuze, die wir sehen, schreibt Ingrid Grohe, die Reporterin von der Westallgäuer Zeitung, Folgendes. Es hängen ihrer viele in den Häusern von Freunden, Verwandten und Kunden Scheeles. Auch wenn jedes Kreuz anders gearbeitet ist, bleibt die Ausstrahlung der Christusfigur doch immer die gleiche. Im Gesicht des Gekreuzigten überwiegt die Milde. Jesus erscheint hier als ein weicher, freundlicher und doch ernster und selbst in der Marter versöhnter Mann. Für die Ausstellung in Wangen waren viele Werke eigens aus Rom herbeigeholt worden, wo Josef Scheele seit 1997 sein Atelier in der Villa Cavaletti hatte und wo er 2004 auch gestorben ist. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr ein sogenannter Wangener Pflegetag durchgeführt. Die kaufmännischen Schulen haben dafür an einem Samstag im März ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Ex-Bürgermeister Locher als Vorsitzender des Wangener Seniorenrates begrüßte die zahlreichen Besucher. Die Idee für diesen Tag, die kam eigentlich schon vor knapp einem Jahr. Und zwar als der Vortrag von Frau Restle war, die über Demenz in der Kreissparkasse gesprochen hat. Und wir haben damals einen Fragebogen ausgeteilt und wie es weitergeht und was die Leute von uns erwarten. Und da war dann tatsächlich drauf, man sollte so einen Tag veranstalten. Es gab ärztliche Vorträge zu altersspezifischen Krankheiten. Firmen und Vereine zeigten Hilfen für pflegende Angehörige. Auch die Hospizgruppe stellte sich vor. Und jetzt kommt eigentlich der Stepan, jetzt leuchtet es, jetzt dürfen es da drauf. Viele gesundheitliche Tipps konnte man sich holen. Bekommen wir etwas ganz Tolles geboten, nämlich etwas zu mitmachen. Ein Physiotherapeut trainierte mit den Anwesenden kleine Fitnessübungen. Balance zum Beispiel, wie lange können Sie auf einem Bein stehen? Das Gleichgewicht zu halten, nicht zu sehr hochnehmen, ruhig gleich wieder runternehmen. Ausprobieren, zum Beispiel morgens während des Zähneputzens. Dieses Miteinander von Senioren und Junioren war eine sehr schöne gegenseitige Erfahrung. Die Wirtschaftsschüler sorgten für die Bewirtung. Die Umrahmung lag bei den Musikgruppen des Bürgerforums. Sinfonieorchester, Akkordeonorchester, Thank you.
Shanty-Chor. Am 28. März ist im alten Thiermannhaus nachts ein Brand ausgebrochen. Der Sender Regio TV hat uns den folgenden Beitrag überlassen. Letzte Nacht. Es ist 3:30, als sie aus dem Schlaf gerissen wird. Der Grund? Im leerstehenden Haus gegenüber brennt es. Ein schockierendes Erlebnis für sie. Das ist auch die größte Sorge der Feuerwehr, als sie am frühen Morgen vor Ort eintrifft. Um einen Altstadtbrand zu verhindern, müssen die Einsatzkräfte als erstes die Ausbreitung des Feuers eindämmen. Die angrenzenden Nachbargebäude sind sofort am Anfang geräumt worden. Alle Bewohner sind ins Freie gebracht worden und betreut worden. Also Personen wurden keine verletzt und es ist lediglich das Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Wie es zu dem Brand an dem 1409 erbauten Fachwerkhaus kommen konnte, ist noch unklar. So schnell vergessen die Wangener den Brand wohl nicht. Obwohl seit den frühen Morgenstunden rund 130 Feuerwehrleute, 20 Polizisten und etliche Rettungskräfte im Einsatz sind. Das Landwirtschaftliche Zentrum für Milchwirtschaft Baden-Württemberg, in Wangen besser bekannt unter dem Namen Molkereischule, ist 2011 mit über 5 Millionen Euro Bundes- und Landesmitteln saniert worden. Gleichzeitig ist es 100 Jahre alt geworden. Dieses Jahr im April gab es einen Tag der offenen Tür, bei dem der stellvertretende Leiter Dr. Kitzelmann die Bedeutung der Einrichtung erklärte. Wir sind hier im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg, Milchwirtschaft Wangen, Dr. Oskar-Ferne-Institut. Unser Haus gibt es bereits seit mehr als 100 Jahren. Seit 1911 werden hier in Wangen Milchwirtschaftler ausgebildet und milchwirtschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Wir sind eine Landesanstalt des Landes Baden-Württemberg, direkt dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart unterstellt. Unsere Hauptaufgaben sind die Unterstützung der baden-württembergischen Milchwirtschaft durch Ausbildung, durch Untersuchungstätigkeit sowie durch Aus-, Fort- und Weiterbildung in den milchwirtschaftlichen Berufen. Wir bilden hier im Haus die beiden milchwirtschaftlichen Berufe aus, Milchtechnologe, Milchtechnologin. Das sind diejenigen, die sich mit der Herstellung von Milch und Milchprodukten beschäftigen, und außerdem die milchwirtschaftlichen Laboranten. Diese sind, wie der Name sagt, vorwiegend im milchwirtschaftlichen Labor tätig und dort unter anderem für die Qualitätssicherung und Eingangskontrolle, Qualitätskontrolle der Milchprodukte verantwortlich. Bei uns im Haus sind etwa 150 Auszubildende, davon ca. 2/3 Milchtechnologen, 1/3 milchwirtschaftliche Laboranten. Die Schüler kommen zu uns aus Molkereibetrieben aus Baden-Württemberg, aber seit einigen Jahren auch darüber hinaus aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz und sogar bis aus einem Betrieb aus dem südlichen Nordrhein-Westfalen. Man kann also sagen, die Milchwirtschaft Wangen, das Dr. Oskar-Ferne-Institut, ist das milchwirtschaftliche Kompetenzzentrum im Südwesten Deutschlands. Die Aufgaben bei uns im chemischen Labor sind Untersuchungen von Milch und Milchprodukten. Wir stehen auf Seiten der Molkereiwirtschaft, das heißt, wir unterstützen die Molkereiwirtschaft im Bestreben darin, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Wir sind also nicht zu verwechseln mit der Lebensmittelüberwachung. Unsere Aufgaben im Labor sind Untersuchungen von Milch und Milchprodukten zur Qualitätskontrolle, zur Erstellung von Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen, von Exportzertifikaten, zur Kalibrierung der Analysengeräte in den Betriebslaboratorien. Wir überprüfen den Milchprüfring Baden-Württemberg. Wir sind zuständig für die amtliche Güteprüfung.
Wenn Sie zum Beispiel Markenbutter kaufen, die in Baden-Württemberg hergestellt wurde, dann können Sie sicher sein, die Probe wurde bei uns im Labor bereits untersucht. Die Zwei-Jahres-Messe Wangener Welten war wieder ein voller Erfolg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung zur Eröffnung der Wangener Welten gefolgt sind. Mein allererster Dank und mein allererster Gruß den all denen, die hier ausstellen, die sich hier präsentieren, zeigen, was sie tun, was sie können. Zwei Majestäten, die Hutkönigin aus Lindenberg und die Käsekönigin aus Leupolz, waren zur Eröffnung gekommen, sowie die Landtagsabgeordnete Agnieszka Brugger und der Bundestagsabgeordnete Andreas Schockenhoff. Die Wangener Welten 2012 sind hiermit offiziell eröffnet. Bei 150 Ausstellern konnte man einkaufen oder sich beraten lassen. Die Zahl von geschätzten 16.000 Besuchern zeigt, dass die Messe in der Region sehr gut ankommt. Die Rahmendarbietungen gaben dem Ganzen eine Art Volksfestcharakter. Vor 20 Jahren hat Wolfgang Friedrich das Wangener Tiefbauamt geleitet. In mehreren unserer Jahresfilme ist Friedrich verewigt aufgrund seiner vielen Projekte, die er in Wangen verwirklicht hat. Bei seiner Verabschiedung waren sie noch einmal in einer Videopräsentation zu sehen. Sie unserer Einladung gefolgt sind, wenn ein langjähriger Mitarbeiter, der in zentraler Stelle hier tätig war, verabschiedet wurde, ist es ein Anlass, viele zusammenzuführen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, in guter Partnerschaft gewirkt haben. Und so sage ich Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Der erste Gruß gilt den beiden, denen der Abend heute auch gewidmet ist. Ihnen, Herr Friedrich, zusammen mit Ihrer Frau, wir freuen uns über den Anlass heute und wissen, wie schwer es auch ist, nach den 26 Jahren hier in Dienst der Stadt zu gehen, weil Sie bis zum letzten Tag, also wirklich bis zum letzten Tag, gewirkt haben. Und ich habe immer bis zum letzten Tag eigentlich das Gefühl gehabt, Herr Friedrich möchte noch bis zum letzten Tag all die Dinge zu Ende bringen, die er angefangen hat. Ich glaube, man wird dazu nochmals 10 Jahre brauchen, aber wir haben von den Themen, an denen Sie beteiligt waren. Alles Gute und herzlichen Dank für Ihre so wertvolle Arbeit. Dankeschön. Der Stadtwerke, der Herr Schrode und der Herr Ritter und Ihre Stadt. Dankeschön, Herr Friedrich, für Ihre wertvolle Arbeit. Friedrichs Nachfolger ist Peter Ritter, der eine lustige Geschenkidee für Friedrichs Ruhestand hatte. Dann haben wir uns überlegt, dann schenken wir Ihnen was, mit dem Sie auf Ihren Werken und zu Ihren Werken fahren können. Und Frau Steinmann hat gesagt, das tut Ihnen gut. Wir dürfen Ihnen Gutscheine für das Ausleihen des E-Bikes überreichen. E-Bike deshalb, damit Sie sich den Umschwung vom Auto zum Fahrrad etwas leichter tun. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihren nächsten Lebensabschnitt und von unserer Seite her alles Gute. Das ist das tränende Auge, mit dem ich diesen Saal nun verlasse. Vielen Dank.
Viele Brunnen gibt es in Wangen. Und es war eine sympathische Idee von Roland Fischer, das Plätschern von vier Brunnen an einem lauen Maienabend mit Musik und Lyrik zu mischen. Das Instrumentalensemble des Bürgerforums, wir bieten uns jetzt Händels Wassermusik. Hans Carossa, der alte Brunnen. Lösch aus dein Licht und Schlaf, das immer wache Geplätscher nur vom alten Brunnen tönt. Wer aber Gast war unter meinem Dache, hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt. Es rauscht wie immer. Oh, freue dich, du bist nicht einsam hier. Viel Wanderer gehen fern im Sternenschimmer. Und mancher noch ist auf dem Weg zu dir. Rund 1500 Läufer haben dieses Jahr am Altstadtlauf teilgenommen. Los ging es mit den Bambini-Läufen. Dann folgten die verschiedenen Schülerjahrgänge. Die Mannschaft der Kreissparkasse wurde Sieger beim Altstadt-Stolperer, einem Lauf für Gruppen, Firmen und Vereine. Nach dem Hauptlauf lud das MTG-Team zur Altstadt Hockete. Nach 2 Jahren Regen hat dieses Jahr endlich wieder der Kinderfestumzug stattgefunden. Klassen und Vereine, 18 Musikkapellen und 28 Festwagen haben den Zug gebildet. Die Musikkapelle Karsee ist im September zu einer besonderen Ehre in der Partnerstadt Prato gekommen, wo sie beim nächtlichen historischen Umzug spielen durfte. Die Stadtsoldaten wehren sich verzweifelt. Die
Die Stadtkapelle Wangen hat dieses Jahr einen großartigen Erfolg erzielt. Beim Deutschen Orchesterwettbewerb ist sie als bestes Blasorchester Deutschlands ausgezeichnet worden. Ganz herzlichen Glückwunsch an alle Mitglieder unserer Stadtkapelle für den Gewinn des ersten Preises, des ersten Platzes beim Bundesorchesterwettbewerb in Hildesheim im Mai diesen Jahres. Eine besondere Auszeichnung für das Orchester hier aus Wangen. Und es ist schön, dass wir heute Abend gemeinsam feiern können und feiern dürfen. Sechsmal waren Sie Vertreter des Landes Baden-Württemberg beim Bundesorchesterwettbewerb. Herr Wehner hat gesagt, bei den Kapellen, die dabei sind, haben es eigentlich alle verdient, vorne zu sein, wenn sie die Besten ihres Landes sind und damit auch die Besten im ganzen Bundesgebiet. Großen Glückwunsch und wir freuen uns alle miteinander, dass die Stadtkapelle Wangen diese verdiente Auszeichnung auch bekommen hat. Und wir freuen uns, dass der Herr Jochen Wehner, Mitglied des Deutschen Musikrates und Mitglied der Jury bei dem Kunstorchesterwettbewerb, die Urkunde, den Preis heute Abend übergeben wird. Ganz herzlichen Gruß an den Dirigenten Tobias Zinzer. Wir kennen ihn ja schon lange hier in Wangen. Er hat es, glaube ich, unglaublich gut verstanden, die Kapelle punktgenau auf den Wettbewerb vorzubereiten. Es war minutiös alles geplant vom Organisationsteam, aber auch vom Dirigenten. Sie machen das großartig, Herr Zinzer. Der Erfolg der Stadtkapelle ist Ihr persönlicher Erfolg. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass wir heute Abend zusammen sind. Bei einer Feierstunde im Rathaus überreichte Jurymitglied Wehner die Ehrenurkunde an Dirigent Tobias Zinzer. Jahren Alfred Groß, wirklich ein Mann dort am Pult steht, der das Orchester tatsächlich von der Qualität und vom künstlerischen Anspruch so in dieser Form weitergeleitet hat, weiterentwickelt hat. Sonst wäre es nämlich nicht zu diesem Erfolg. Ich darf jetzt die Urkunde überreichen. Auf der diesjährigen Generalversammlung des Partnerschaftsvereins hat Ansgar Friemelt den Vorsitz im italienischen Beirat abgegeben. Vereinsvorsitzender Walter Patschke übergab Friemelt eine Ehrenurkunde. Durch einen unermüdlichen Einsatz ernennt ihn der Partnerschaftsverein Wangen im Allgäu zum Ehrenvorsitzenden. Zu Friemels Nachfolge hat der Partnerschaftsverein Wolfgang Tengler gewählt, der schon etliche Jahre Mitglied im italienischen Beirat ist. Am italienischen Abend, Anfang August, begrüßt Tengler die Brateser, die mit einem Bürgerbus gekommen sind, und die Freunde aus dem Ortsteil La Querce, die wie immer die Bewirtung auf dem Marktplatz machen. Oberbürgermeister Lang hatte den italienischen Abend als passende Gelegenheit für die offizielle Verabschiedung von Herrn Friemelt gewählt. Und schon 1985 gab es damals innerhalb des Partnerschaftsvereines eine eigene Abteilung für die Freundschaft mit Prato. Und seit damals bis heute hat Ansgar Friemelt diese Partnerschaft gelebt, bereichert und mit unheimlich viel Energie betrieben. Deswegen wollen wir uns heute Abend bei ihm herzlich bedanken. Dankeschön, Herr Friemelt, für Ihre Arbeit für Prato und die Beziehungen zu Wangen. Über 200 Veranstaltungen und Begegnungen hat er organisiert in diesen 27 Jahren. Dankeschön, Herr Friemelt. Es gibt einen großen Bürgerbus, der alle Jahre nach Prato fährt. Und viele Schulgruppen, viele Menschen, Chöre, Musikkapellen. Und auch eine Besonderheit, die wir hier pflegen, das ist der Wangener Jahresrückblickfilm. Das heißt, ein Film, der gedreht wird über die Ereignisse des Jahres. Und der ursprüngliche Gedanke dieses Filmes war es und ist es bis heute,
diesen Film im Prateser Fernsehen zu zeigen. Und so ist es alle Jahre möglich für im Prato den Film über Wange zu sehen. Auch das eine Initiative und stark begleitet und gefördert von Ansgar Friemelt. Dankeschön, Herr Friemelt, für all das, was Sie für die Partnerschaft zwischen Prato und Wangen und für die Menschen getan haben. Dankeschön. Ratspräsident Maurizio Petazzi überbrachte den Dank der Stadt Prato. Schon mehr als 30 Jahre andauert. Ein Rockkonzert mit Jugendlichen aus Prato sorgte für Stimmung bis Mitternacht. Auch mit der französischen Partnerstadt La Garenne-Colombes gab es 2012 viele schöne Kontakte. Als kleines Beispiel zeigen wir den Kinderchor aus La Garenne. Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen diesen Abend erleben zu dürfen. Seit 10 Jahren besteht ein Kulturaustausch mit der russischen Stadt Chelyabinsk hinter dem Ural. Ich erinnere mich noch gut, sicherlich, als wir das erste Gespräch hatten mit Gästen aus Chelyabinsk. Das war vor etlichen Jahren im tiefsten Winter. Он рассказывает о том, что вспоминает с улыбкой о том времени, когда впервые состоялся разговор с гостями из Челябинска. So wünsche ich Ihnen schöne Tage hier in Wangen und schöne und gute Kontakte zu den Bürgern und guten Besuch bei den Veranstaltungen. Я желаю вам в дальнейшем приятного времяпрепровождения здесь и чтобы, скажем, все здесь было хорошо. Auch dieses Jahr waren wieder Professoren und Studenten von der Akademie der Künste zu Gast in Wangen. Anderen Professoren von der Akademie mit dabei. Vor kurzem hat mir der Minister Betechtin geschrieben, einen sehr freundlichen und netten Brief. Und ich habe die Antwort hier im Kuvert und würde sie gerne Ihnen mitgeben wollen. Министр прислал одно письмо, которое я вам с удовольствием адресовано как раз России. Я с удовольствием дам вам его почитать, что вы написали. Zum Andenken an unseren Aufenthalt in Ihrer schönen Stadt möchte ich Ihnen ein Souvenir mit der uralischen Landschaft überreichen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Это письмо от Рушанина, в котором он благодарит за сотрудничество и приглашает господина министра к себе. Studenten und Studentinnen der Kunstakademie Abteilung Tanz haben zusammen mit der Big Band Wangen einen mitreisenden Abend geboten. Thank you.
Im Hinblick auf die Landesgartenschau 2024 in Wangen hat die Stadt begonnen, in einem Container den Fortgang der Planungen zu dokumentieren. In den folgenden Jahren wird der Container immer wieder zur Information der Bevölkerung aufgestellt werden. Da die Landesgartenschau 2024 hauptsächlich auf dem alten Erbergelände stattfinden wird, haben die Stadt und der Altstadt- und Museumsverein im August eine Fahrt zur Bayerischen Landesgartenschau in Bamberg organisiert, die dort auf dem Gelände der fränkischen Erber aufgebaut worden ist. Aus dem Schutt der abgerissenen Gebäude hat man eine begrünte Hügellandschaft modelliert. Der bebaute Teil der Erber ist an irische Investoren vergeben, die jetzt bauen und sanieren, um später gute Geschäfte zu machen. Sehr angetan waren die Wangener von der Landschaftsgestaltung mittels Wasserläufen. Auch die vielen Spielplätze und Sportanlagen haben Anerkennung gefunden. Die baden-württembergische Landesgartenschau war 2012 in Nagold, wo sich interessierte Wangener natürlich auch Anregungen geholt haben. Wie in Bamberg waren auch in Nagold alte Gebäude, hier eine ehemalige Brauerei, in die Gartenschau einbezogen. Die Wangener haben dieses Jahr ganz besonders aufmerksam die Tour de France verfolgt und sind sogar mit einem Bus zu einer Tagesetappe gefahren, weil ein Wangener bei der Tour mitgefahren ist, Dominik Nerz aus Neuravensburg, Mitglied der Wangener Radunion. Wir gratulieren dem Dominik, aber wir gratulieren der ganzen Familie. Und deswegen möchte ich da auch gerne die Familie Nerz und die Freundin mit auf die Bühne bitten, weil der Erfolg von Dominik Nerz ist auch der Erfolg der ganzen Familie. Großartig. Er kam als zweitbester Deutscher im Gesamtklassement ins Ziel hinter Andreas Klöden, vor Jens Vogt und vielen anderen. Eine großartige Leistung für einen 22-Jährigen. Und Wangen im Allgäu gratuliert ganz herzlich. Herzlichen Glückwunsch. Alle schauen zu ihm auf. Auch eine kleine Anekdote. Ich glaube, vor 2 Jahren war es, wo er deutscher Meister geworden ist in der U23. Kommt er am Donnerstag im Stadion im Training vorbei, ich war zufällig dran, oder war es am Samstag bei dem 4-Länder-Schüler-Cup im Stadion drin, die haben alle gestrahlt, wo er dann so komisch, so sieht er trotzdem noch den Kontakt zu seiner Stadt und zur Radingern, finde ich unheimlich stark. Und wie Sie gesagt haben... Wie war dann Paris? Erzähl einfach dazu mal was. Also das war, das kann man fast nicht beschreiben, also das war der absolute Hammer, weil man muss sich vorstellen, da fährt man dann quasi so durch Paris erst durch und dann fährt man unter so einer Brücke durch so eine Unterführung durch und dann kommt man auf die Champs-Élysées hoch. Und wir sind da hochgefahren und das war dann wirklich so rechts und links Zuschauerreihen, ich weiß nicht wie viele Reihen das waren, also sicher 7, 8, 9er Reihen und da war eine Stimmung, also ich hatte richtig Gänsehaut, als ich da reingefahren bin, also das war unbeschreiblich, das war der absolute Hammer. Im Hinblick auf die Elektrifizierung hat die Bahn den Streckenabschnitt zwischen Memmingen und Lindau auf 180 Stundenkilometer getestet. An 2 Tagen waren für jeweils 1 Stunde alle schienengleichen Straßenübergänge voll gesperrt.
Den Testzug sehen wir jetzt nochmal auf der Rückfahrt von Lindau. Die alten Telegrafenmasten, die an der Strecke südlich vom Gehrenberg noch stehen, sind übrigens ein beliebtes Fotomotiv bei Eisenbahnnostalgikern. Außerdem ist das einer der wenigen Bahnübergänge, wo die Schranke nur auf Anruf geöffnet wird. An einem strahlenden Septembersonntag ist das neue Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried eingeweiht worden, zur großen Freude von Ortsvorsteher Theobald Harlacher. Viele Deuchelrieder waren gekommen und haben aus der Einweihung ein echtes Dorffest gemacht. Manche trauern zwar dem alten Rathaus nach, das neue Gebäude erfüllt aber ungleich mehr Funktionen. Neben der Ortsverwaltung und dem großen Festsaal mit Bühne und Küche beherbergt das neue Gebäude die Theatergruppe und die Musikkapelle mit Proben, Schmink- und Sitzungsräumen und den D-Chor, Gospel and More. Die reichliche Verwendung von Weißtannenholz, wie wir sie am Deuchelrieder Dorfgemeinschaftshaus gesehen haben, fällt auch bei dem im November vorgestellten Anbau des Rupert-Ness-Gymnasiums auf. In der Tat wird der Anbau und die Verarbeitung der einheimischen Weißtanne vom Land Baden-Württemberg stark gefördert. Wir finden die Weißtanne hier überall. Am Treppenhaus und vor allem bei der Pausenhalle, dem Herzstück des neuen Traktes. €7,5 Millionen hat die Stadt für diesen Neubau ausgegeben, der nötig geworden war, wie Schulleiter Lothar Eibhofner betont, für einen zeitgemäßen naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Halle geht über alle drei Stockwerke, ein echter Kommunikationsmittelpunkt mit einem Bistrobereich, Küche und Verkaufstheke. Gegenüber findet sich eine Mediathek mit einer Vielzahl verschiedener Medien und einem bequemen Lesesofa. Mit experimentellen Darbietungen in Chemie, Biologie und Physik wurden die neuen Räume vorgestellt. Und jetzt können wir es mal auseinandersetzen. Aber das, im Laufe der Zeit geht die Luft wieder rein. Ja? Aber ihr seht, das ist eine Leute Luft, die das praktisch zusammenhält. Ja? Irgendwann mal schafft es dann doch. Ja? Anfang Dezember hat es ordentlich Schnee gegeben, der dann leider nicht bis Weihnachten liegen geblieben ist. Aber schöne Winterimpressionen hat es gegeben, mit denen wir unseren Jahresrückblick 2012 abschließen wollen.